sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich an diesem lauen Sommerabend in der Norweger begrüßen. Sie haben 2018 bei uns angeklopft und sich nach einer Förderung erkundigt. Und für uns war es schon eine überraschende Situation. Wir haben bisher noch kein Theaterprojekt unterstützt. Wenn wir über eine Förderung entscheiden, setzen wir uns zusammen und diskutieren, aber wir waren uns sehr schnell einig. Wir waren auch überrascht, wie schnell Sie auf Corona reagiert haben. Wir haben 30 Förderprojekte, die wir unterstützen, und ich kann das hier auch ganz offen sagen, Sie waren bei den schnellsten mit dabei. Und ich wollte unbedingt da sein, wenn das neue Stück vom Theater Grenzenlos Premiere hat. Ich habe mich sehr darauf gefreut, weil es wirklich ja, ein Vorbildcharakter für unsere ganze Integrationsarbeit im kulturellen Bereich für die ganze Stadt sein kann. Hier gelingt es wirklich, jungen Menschen, die wirklich Schlimmes hinter sich haben, eine gute Perspektive zu bieten, nicht nur ihre Freizeit zu verbringen, das ist vielleicht ein Nebenaspekt, sondern wirklich eine Möglichkeit zu finden, sich selbst zu stärken durch das Spiel der Stücke und somit eben auch einen ganz anderen Zugang zu unserer Münchner Stadtgesellschaft zu finden, auf einem ganz anderen schätzenswerten und zuschätzenden Niveau. Ich habe schon länger gehört von dem Theater Grenzenlos und habe immer gehofft, dass ich es mal selbst erleben kann. Und das war jetzt heute Abend der Fall. Die Atmosphäre war schon, bevor das Stück losging, sehr gut, einfach sehr gemeinschaftlich und mit großer Vorfreude. Und dann habe ich das Stück jetzt gesehen und bin sehr beeindruckt, berührt auch von einzelnen Szenen. Auch die Art, wie das Schattentheater verbunden wird mit den Figuren, die wir dann vor uns gesehen haben. Das ist sehr gut gemacht gewesen, wenn ich mir vorstelle, dass dieses Stück in kürzester Zeit geschrieben worden ist und einstudiert worden ist, dann ist das schon sehr beeindruckend, was die hier heute auf die Bühne gebracht haben. Für mich ist das einfach eine wunderbare Form von Teilhabe. Wer andere Menschen erfreut mit Kultur, mit Theaterspiel, der trägt bei zum gesellschaftlichen Leben, der hat Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, der ist nicht nur Hilfsempfänger oder Opfer oder was immer sonst man mit Flüchtlingen manchmal verbindet, sondern der trägt bei, der erfreut uns, der berührt uns. Und das habe ich heute erlebt, dass Geflüchtete jetzt nicht Empfänger von irgendwelcher Hilfe waren oder Asylsuchende, was immer dann man im Kopf hat, wenn man von ihnen spricht, sondern sie waren schlicht und einfach Menschen, die Theater gespielt haben und andere Menschen, die hier versammelt waren, erfreut haben mit ihrem Theaterspiel und berührt haben mit ihrem Theaterspiel. Das ist Teilhabe, das ist Integration und deswegen ist es für mich ein Modellprojekt. Ich freue mich auch, dass das Innenministerium dieses Projekt fördert. Ein Integrationsprojekt. Da werden aus den Worten wirklich jetzt auch Taten. Und das heute Abend erlebt zu haben, das war sehr schön.